Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen. Menschenrechte, so die Vereinten Nationen. Leere Worte für die Bewohner der Slums von Dar es Salaam. Sie haben beides nicht. Ein Teufelskreis aus Armut und Krankheiten. Aus der Armut rauszukommen, ein besseres Leben aufzubauen, all das hängt mit dem Problem zusammen, keine geregelte Abwasserentsorgung zu haben. Durch verseuchtes Wasser sterben weltweit rund 1000 Kinder unter 5 Jahren jeden Tag. Dar es Salaam. Tansanias boomende Wirtschaftsmetropole am Indischen Ozean. Geschätzte 4,5 Millionen Einwohner. So genau weiß das keiner. Denn ständig treibt es neue Bewohner vom Land in die Stadt. Ein Nebeneinander von Arm und Reich. Auf engstem Raum. Zustände, die die Menschen ausbremsen. So auch Jutta Camargo. Tagtäglich kämpft sie für bessere Lebensbedingungen der Armen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Für alles braucht es unheimlich viel Zeit. Ob das die Aufenthaltsgenehmigung ist, ob das Ersatzteile sind, ob das Protokolle mit Stadtverwaltung sind. Alles ist nicht gerade. Alles geht um viele, viele Ecken und braucht viele Leute, die damit teilhaben, die man mit reinnehmen muss, um am Ende einen kleinen Schritt voranzugehen. Das ist anstrengend. Dar es Salaam ist Sitz einer Hilfsorganisation aus Bremen. Camargo arbeitet für Border. Von hier aus werden seit 2010 Entwicklungsprojekte in mehreren Staaten betreut. Finanziert von internationalen Geldgebern wie der Weltbank, der UNO und der deutschen Bundesregierung. Das Team will die katastrophale Wasser- und Abwassersituation Afrikas verbessern. Dezentral ist dabei das Motto. Statt großer Hightech-Projekte einfache Lösungen. Das Prinzip? Abwässer aus Toiletten durchfließen einen unterirdischen Biogasreaktor, werden in einem Mehrkammersystem und anschließend durch einen Pflanzenfilter gereinigt. In Afrika sind Großanlagen aus Europa oder den USA nicht machbar. Zu teuer, zu kompliziert. Wenn man aber darüber nachdenkt, andere alternative Lösungen zu bringen, um trotzdem einen guten menschenwürdigen Zugang zu Wasser und Abwasser den Leuten zu geben, dann denke ich, wird es machbar sein, wenn man jeden einbezieht und jedem eine Stimme gibt. Was will man eigentlich? Es geht ja nicht bloß um den Bau, um die Investition, es geht ja auch um den Betrieb. Wozu ist überhaupt eine arme Bevölkerung in der Lage? Welche Betriebskosten können diese armen Leute überhaupt später bezahlen? Jutta Camargo hat Wasserwirtschaft studiert und für die UNO gearbeitet. Erfahrung, die hilft. Aber Dar es Salaam stellt sie und ihr Team vor ganz neue Herausforderungen. Grün und orange sind die dicht besiedelten Gebiete, oft Slums ohne Infrastruktur. Nur ein kleiner Teil der Stadt verfügt über eine Kanalisation. Gelb sind die Viertel, in denen es regelmäßig zu Typhus und Cholera kommt. 70% der Stadt sind ungeplant. Slums. Über 3 Millionen Bewohner leben so. Die einzig erkennbare Struktur ist das Chaos. Ein Labyrinth aus Gassen und Ecken, in dem man sofort die Orientierung verliert. Hütten, die nur mit viel Optimismus als Häuser zu bezeichnen sind. Und Müll überall. Jeder leitet seine Abwässer hier ungeklärt ein und schmeißt den Müll hinterher. Wer hier aufwächst,
hat sich an den Fäkalgestank gewöhnt. Offene Gräben ersetzen fehlende Kanalisation. Cholera und Typhus sind Normalität. Hautekzeme, Durchfälle, alltägliche Folgen mangelnder Hygiene. Vor allem Kinder leiden unter den Zuständen. Laut Weltgesundheitsorganisation haben weltweit 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitären Anlagen. In Tansania lebt so die Hälfte der Bevölkerung. Rund 24.000 Tansanier sterben jährlich an wasserbedingten Krankheiten, davon 16.500 Kinder. Für die Slums fühlte sich der Staat jahrelang nicht verantwortlich, schuf kaum Infrastruktur und lieferte damit der grassierenden Armut Vorschub. Und die informellen Siedlungen, wie Slums politisch korrekt bezeichnet werden, wachsen unkontrolliert weiter. Tag für Tag treibt die Landflucht mehr Menschen in die Stadt. Eine zentrale Wasserstelle für Dutzende Familien. Keine der Hütten hat hier eine eigene Leitung. An guten Tagen verdient Ellie Kurwa knapp 1 Euro. Sie verkauft Trinkwasser im Auftrag der Stadt an ihre Nachbarn. Für rund 10 Cent den Eimer. Ihr eigenes Wasser bekommt Ellie dafür zwar umsonst, muss aber jeden Eimer über 100 Meter weit bis zu ihrer Hütte tragen. Das Wasser eimerweise holen zu müssen, macht jeden Tag für mich zu einer Herausforderung. Es ist anstrengend, ich muss das Kochen und Waschen genau planen. Alles, was mit Wasser zu tun hat, findet draußen in der Öffentlichkeit statt. Ellies älteste Tochter wäscht die jüngste. Sparsam, weil jeder Tropfen geschleppt werden muss. Privatsphäre bietet nur die Latrine. Ellie und ihre Kinder teilen sie sich mit 3 anderen Familien. Für die Größeren ist sie gleichzeitig das Badezimmer. Geleert wird die Latrine in der Regel durch Regen. In der Regenzeit fluten alle ihre Latrinen, um sie zu entleeren. Dann fließen die Fäkalien meiner Nachbarn rund um mein Haus und die Kinder müssen dadurch. Wir sind oft krank. Meine Kinder haben immer wieder Typhus, Cholera und Hautprobleme. Die Witwe lebt mit 9 Kindern in einem Raum. 12 Quadratmeter existenzielle Armut. Alles, was sie hat. Wann immer sie oder eines ihrer Kinder erkranken, vergrößert das die Not. Ein Teufelskreis. Es sind viele arme Leute, die hier leben, die teure Medikamente kaufen müssen, wenn sie erkranken, weil sie eben diesen Zugang nicht haben und an Krankheiten wie Cholera oder Typhus erkranken. Außerdem hat es Auswirkungen, wenn Leute nicht arbeiten können, sie haben Ausfälle. Wenn ihre Kinder nicht zur Schule gehen können, können sie keine Bildung bekommen, was wieder später Auswirkungen hat, aus der Armut rauszukommen, ein besseres Leben aufzubauen. All das hängt mit dem Problem zusammen, keine geregelte Abwasserentsorgung zu haben. Die Folgen? Der Staat verliert dadurch jährlich knapp 200 Millionen Euro Wirtschaftsleistung. Und die Menschen zahlen mit ihrer Gesundheit und Würde. Danach gefragt, wer seine Latrine mit anderen Familien teilen muss, meldet sich rund die Hälfte. Eine eigene Toilette besitzen dagegen nur 2 von 24. Legal entleert werden die Latrinen Dar es Salaams nur dort, wo LKWs hingelangen. Tausende Liter pro Wagen. Ungeklärt fließen die Abwässer in Anlagen,
die im Prinzip nur aus riesigen Setzbecken bestehen. Die Aufbereitung der Abwässer mutet eher verzweifelt an. Die Gassen und Wege der Slums sind zu eng für die Trucks. Sie sind die Reviere von Matthias Milinga. Entsorgung auf Rädern ist eine Border-Initiative. Gegen eine Gebühr befreien Milinga und seine Mitarbeiter rund 14.000 Haushalte von Fäkalien und Abwässern. Seife mindert den beißenden Gestank. Die gröbsten Hindernisse werden beseitigt. Früher warteten alle Bewohner auf die Regenzeit, um mit den Wassermassen ihre Latrinen zu fluten, entleerten sie illegal. Heute warten sie auf Milinga, wenigstens die, die sich die Gebühr leisten können. Milingas Trecker ist eine echte Alternative. Das sieht auch Bill Gates so. Die Stiftung des Microsoft-Gründers unterstützt das Projekt mit $1 Million, um die Idee weltweit zu verbreiten. Die Entsorgung auf Rädern ist so erfolgreich, dass Border das Prinzip auch in Indien und Asien anwendet. Das Abwasser fließt in eine kleine Kläranlage, wo es biologisch gereinigt und Biogas gewonnen wird. Ein Modell für die Slums der Welt und für Matthias Milinga ein gutes Geschäft. Mr. Milinga erzählt gern, dass als er dieses Geschäft aufgebaut hat und Freunde oder Verwandte oder Leute aus der Gemeinde ihn gefragt haben, was machst du eigentlich, was ist dein Geschäft? Und wenn er dann sagt, ich entleere Latrinen, dann wird er angesehen und gefragt, bist du verrückt? Wieso machst du sowas? Wie kannst du mit sowas dich abgeben? Durch die Arbeit kann Milinga seine Kinder zur Schule schicken. Der clevere Geschäftsmann hat es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Er kann seiner Familie ein Leben ohne Not und seinen Kindern eine Zukunft bieten. Mit dem Border-Projekt hat er den Sprung aus dem Slum geschafft. Ich bin wie ein Ingenieur oder ein Arzt, der den Menschen hilft, besser zu leben. Ja, am Anfang haben sich viele lustig gemacht. Nun lacht niemand mehr. Ich und meine Familie haben ein gutes Leben. Meine Kinder bekommen Bildung. Jetzt kommen die Ersten und wollen das Gleiche machen wie ich. Wasser ist auch zentrales Thema für die Schüler der Kekumuanga-Grundschule in Dar es Salaam. Fit for School, ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und UNICEF. Auf dem Stundenplan? Hygiene, wichtige Vorbeugung gegen Cholera und Typhus. Die klare Botschaft: Wer nicht die Hände wäscht, wird krank. Schmutziges Wasser tötet Menschen in Tansania. Jeder Morgen beginnt mit der sanitären Lehrstunde. Kinder, die zu Hause kaum und nicht regelmäßig Wasser haben, müssen die richtige Händewaschtechnik und den Gebrauch von Seife oft erst lernen. Die Länge des Gesangs gibt die Dauer vor. Spielerisch und doch überlebenswichtig. Mit Beginn der Pubertät verlassen vor allem Mädchen aus Scham die Schulen,
wenn diese keine sanitären Anlagen haben. Die Keko Muanga bietet den Schülerinnen sogar Hygienesets. Eine wirkungsvolle Maßnahme, die die Zahl der Schulabbrecherinnen reduziert. Bildung ist ein Ausweg aus der Armut für Tansanias Kinder. Aber nur wer nicht krank ist, bekommt sie. Und mit ihr die Aussicht auf eine bessere Zukunft. Die ist allerdings ohne Unterstützung der Politik nicht erreichbar. Für Jutta Camargo steht ein wichtiges Treffen in der Wasserbehörde an. Die Nervosität wird weggelächelt. Persönliche Beziehungen sind von großer Bedeutung, um in Afrika Projekte voranzubringen. Der technische Direktor ist ein wichtiger Entscheider, seine Haltung noch unbekannt. Doch die Sorge ist unbegründet. In einer Gegend, wo die Menschen überhaupt kein Wasser haben, brauchen sie zuerst Trinkwasser. Das stellen wir in Dar es Salaam bereit. Aber nun stehen wir vor dem Problem, wohin mit dem Abwasser? Wie und wo entsorgen wir es? Das ist jetzt die Herausforderung. Wir haben in Dar es Salaam immer wieder Epidemien wie Cholera durch verschmutztes Wasser. Also, wenn wir die Wasserhygiene verbessern, werden wir diese Krankheiten besiegen und die Produktivität und Arbeitskraft der Menschen steigern. Doch das hohe Bevölkerungswachstum droht jede Maßnahme der Regierung verpuffen zu lassen. Zwar können wir mit unserer Aufklärung viele Menschen erreichen. Sie merken, dass Familienplanung wichtig ist. Doch wenn wir die Geburtenrate nicht generell weiter senken, kriegen wir das Wasserproblem nicht in den Griff. Denn es gibt eindeutig eine Beziehung zwischen der Abwassersituation, einem besseren Leben und der Größe der Familie. Und das Problem beginnt nicht erst mit dem Abwasser. Bereits die Versorgung mit Trinkwasser ist oft schwierig. Nicht überall gibt es Leitungen. Dort muss das Wasser per LKW zu den Menschen gebracht werden. Wie gut das funktioniert, hängt selbst für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit von persönlichen Kontakten ab. Dank dieser Beziehungen sind manche Probleme Vergangenheit. Vorher gab es auch diese privaten Lastwagen, die aber ihr Wasser irgendwo geholt haben, an versalzenen Brunnen oder an kleinen Flüsschen. Also mit uns völlig unsicherer Qualität und natürlich dann zu hohen Preisen. Also für die Bevölkerung, für die ärmere Bevölkerung war das eine ziemliche Katastrophe, weil sie ja gar keine andere Wahl hatten, als das Wasser abzunehmen. Inzwischen liefern die LKWs sauberes Wasser. Der Lieferservice, ein Geschäftsmodell, mit dem sich Geld verdienen lässt und das die Behörde entlastet. Ernst Döring ist seit Jahrzehnten für die GIZ in Afrika unterwegs. Er kennt den Kontinent und die Leute fast besser als seine deutsche Heimat. Sauberes Wasser, schon lange sein Thema. Für viele Bewohner Dar es Salaams reiner Luxus. Etwa 2 Millionen haben dort noch immer keinen Zugang zu Trinkwasser. Oft verschmutzen Fäkalien undichter Latrinen das Grundwasser oder es ist zu tief, um Brunnen zu bohren. Die Menschen nehmen den Wasserkiosk, ein GIZ-Projekt, daher dankbar an. 10.000 Liter, 3 bis 4 Wasserladungen pro Tag liefern die Wagen alleine hier an. Als Wasserlieferant arbeitet Frederik Ipembe mit den Behörden zusammen. Dieses sogenannte Public-Private-Partnership-Projekt bringt Ipembe ein gesichertes Einkommen. Und der staatliche Wasserversorger hat ein Problem weniger. Die GIZ im Auftrag des Bundes hat das Wasserministerium darin unterstützt, diese Kombination aus staatlicher und privater Wasserversorgung zu regulieren, sodass Wasserqualität und auch Preis stimmen. So haben die armen Bevölkerungsschichten hier jetzt sauberes Wasser zu einem erschwinglichen Preis und können sich damit natürlich auch entwickeln. Ja, die Kinder zur Schule schicken, anstatt Wasser zu holen. Täglich stellen 3.000 Haushalte ihre Eimer unter den Zapfhahn.
10 Füllungen kosten 1 Euro. Frisches Wasser, ein Segen zwar, doch viele Familien können sich das nicht leisten. Dazu kommt, es ist die Aufgabe von Frauen und Mädchen, die schweren Eimer zu schleppen. Für diese 12-Jährige ein täglicher Gang. Mehrere hundert Meter. Und das während der Schulzeit. So kann auch sauberes Wasser Bildung verhindern. Vor allem für Mädchen, die schon früh Aufgaben im Haushalt übernehmen müssen. Camargos Arbeit kostet Energie. Ihre Tage sind lang. Die Probleme der Stadt schier endlos. Denn im Prinzip wird fast jeder Bach Dar es Salaams als Abwasserkanal und Müllkippe missbraucht und so zur Kloake. In der Regenzeit wird der Dreck ins Meer gespült. Diese Entsorgung ist zwar illegal, aber Angst vor Strafen braucht niemand zu haben. Es gibt hier in diesem Stadtteil 2 Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die aus dem Gesundheitsamt zuständig sind, um sowas zu kontrollieren, die verantwortlich sind für 45.000 Menschen. Man kann sich also vorstellen, dass das unmöglich ist. Auch der Malakula war bis vor kurzem noch eine Müllkippe. Die Veränderung kam, wie so oft in Afrika, erst durch Hilfe aus dem Ausland. Seit dem Bau einer dezentralen Kläranlage durch Borda und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat sich die Situation verbessert. Die Abwässer von 4000 Familien fließen nicht mehr ungeklärt in den Fluss. Und auch der Müll ist dort weniger geworden. Stattdessen landen die Fäkalien jetzt in einem Biogasreaktor. Das Abwasser, das aus der Biogasanlage kommt, fließt von dort in unseren anaeroben Filter. In dieser anaeroben Filteranlage sind verschiedene Kammern, wo die organischen Bestandteile durch Bakterien abgebaut werden. Und in diesen Kammern haben wir ein Filtermaterial genutzt, das ist Schlackematerial aus der Stahlindustrie. Das ist sehr porös und deshalb gut geeignet, damit sich die Bakterien, die im Abwasser noch drin sind, sich gut hier ansiedeln können und den Abbauprozess der Stoffe, der biologischen Stoffe im Abwasser vorantreiben. Der Betrieb der Anlage ist einfach und erfolgt durch lokale Kräfte. Für Borda ein wichtiger Punkt, um den Erfolg zu garantieren. Der Reinigungseffekt von Kammer zu Kammer zeigt die Effizienz der Anlage. Mit dem geklärten, nährstoffreichen Abwasser wird eine Bananenpflanzung bewässert. Die Stauden tragen die ersten Früchte. Ein wichtiger Erfolg für das Projekt. Der Betreiber der Kläranlage war anfangs skeptisch. Inzwischen ist er davon überzeugt. Das Einkommen aus diesen Bananenpflanzungen ist ein extra Einkommen, ist extra Geld für den Betreiber. Und das wollen wir hier der Gemeinschaft zeigen, dass man Abwasser in einen Kreislauf bringen kann und auch noch nützliche andere Sachen damit erwirtschaften kann. Ein weiterer Vorteil: Die Anlage produziert zusätzlich Biogas zum Kochen. Die Menge deckt den Tagesbedarf und ersetzt Holzkohle komplett. Das spart der Familie knappes Geld und vereinfacht den Alltag. Die Effizienz der Kläranlagen wird durch Borda in einem eigenen kleinen Labor kontrolliert. Denn trotz aller Einfachheit des Systems reagieren die Bakterien in den Filterkammern empfindlich auf chemische Verunreinigungen. Durch ständiges Optimieren der Prozesse vermehren sich die Einsatzmöglichkeiten. Denn die Zukunft bringt neue technische Herausforderungen. Vor den Toren Dar es Salaams entstehen Wohngebiete für die langsam wachsende Mittelschicht. Dezentral wird auch hier mit Borda geklärt werden, nur größer.
Das System ist vielfach in unterschiedlichen Kombinationen einsetzbar. Jetzt will die Weltbank insgesamt 50 solcher Anlagen fördern, um die Situation in der Stadt zu verbessern. Hier wird es keine Latrinen geben, sondern es werden in mühevoller Arbeit Kanäle verlegt. Langsam und anstrengend. Offensichtlich, weshalb die Nachrüstung riesiger Slumgebiete mit einer Kanalisation kaum zu realisieren wäre. Wohnraum für Kleinfamilien. Es gibt maximal 2 Kinderzimmer. Für Ellie Kurva bleibt das ein Traum. Sie wird in ihrer Hütte bleiben, wie die letzten 30 Jahre. Wer arm ist, lebt von der Hand in den Mund. Nur wenn Geld da ist, wird eingekauft. Für viel reicht es nie. Ein rostiger Holzkohlengrill ist Ellies ganze Küche. Die Familie hat nichts. Nicht mal die Glut fürs Feuer. Selbst die kommt von den Nachbarn. Eine warme Mahlzeit am Tag, mehr gibt es meist nicht. Und das ist schon Luxus. Eine eigene Toilette, sauberes Wasser ist für die Familie weit weg. Auch in besseren sanitären Verhältnissen wird Ellie der Ausweg aus dem Elend nicht gelingen. Die Armut hält sie gefangen. Eine Ursache? Die hohe Kinderzahl. 5 bis 6 Kinder pro Familie sind der Durchschnitt in Tansania. Wie gut geht's uns in Europa? Das ist eigentlich perfekt. Wenn du dann hier das siehst, ist alles überhaupt nicht perfekt. Für die Mehrzahl ist überhaupt nichts da. Dieses Ungerechtheitsgefühl treibt mich an, dass nur ein kleiner Teil hier einen relativ guten Zugang hat, aber der Großteil vergessen ist. Und die Vergessenen werden immer mehr. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung Afrikas verdoppeln. Dieser hohe Zuwachs entscheidet neben Wasser über Elend oder Wohlstand. Die Vereinten Nationen wollten die Zahl der Wasserlosen bis 2015 halbieren und scheiterten. In den Slums der Welt werden sie immer mehr.